Hallo und herzlich willkommen oder moin moin zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Auch heute auf einem Sabbat, das ist inzwischen meine, zwischen Anführungszeichen, Tradition, dass ich da gerne deutschsprachige Videos nicht nur auf meinem Kanal hochlade, sondern meistens auch nur ruhig die Zeit nehme, deutschsprachige Videos aufzunehmen, an anderen Tagen auch. Aber an diesem Sabbat, dem 5. August, habe ich mich hierhin gefunden, um heute die nächste Lesung, die 18. Lesung zu machen von dem Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Ich will da auch gar nicht weiter drum herumreden oder eine große Einleitung machen. Wir wissen alle, worum es geht. Das Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris beleuchtet eben das, was der Titel sagt, die verborgene Geschichte der Jesuiten, die man eben nicht jeden Tag offiziell in der Zeitung lesen kann, weil wenn man sich über solche geschichtlichen Hintergründe informieren will, da muss man Bücher lesen, wenn es die überhaupt noch gibt. Man muss dann natürlich auch ein bisschen sehen, welche Bücher, welche Brunnen diese heranziehen, und das Buch von Edmond Paris ist ja sehr gut dokumentiert, weil ansonsten weiß man ja nie, was einem sonst so in dieser Welt gelehrt wird. Meistens sind das ja nur die großen Lügen. Also, ich habe jetzt heute zurückgegriffen auf meine alte Hypercam-Desktop-Kamera, weil wohl die Lesbarkeit des PDFs, das ich hier ja mit euch zusammen lese, wohl besser ist in diesem als in dieser neuen Kamera. Und da ich ja heute keine Filme hier einblende zu lesen, ist das ja wohl auch in Ordnung, wenn wir jetzt diese Kamera gebrauchen, die ja etwa 30 GB Bestand macht von der 1-Stunde Lesung, aber ja, mal gucken. Ich habe das jedenfalls gewählt, weil ich hoffe, dass ihr so ein bisschen besser mitlesen könnt, wenn ihr nicht eure eigene Kopie des Buches sowieso dabei habt. Also wir fahren fort auf Seite 116 in dem PDF, wo ich es hier gelb angestrichen habe, den Satz, der Zweck heiligt die Mittel. Ich werde aber den ganzen Absatz nochmal eben vorlesen, dass wir da wieder richtig reinkommen. Und wir befinden uns also im Augenblick im letzten Abschnitt, Abschnitt 5 des Buches, das heißt der Teufelskreis, und das Unterkapitel hier heißt die deutsche Aggression und die Jesuiten, Österreich, Polen, Tschechoslowakei und Jugoslawien, das schauen wir uns an. Und da fahren wir hier eben in diesem letzten Absatz noch einmal fort, wo der Autor sagt, die persönliche Vertretung seiner Heiligkeit, also Entschuldigung, da wird mir schlecht, wenn ich solche Sachen vorlesen muss, aber es steht halt im Buch geschrieben. Ja, ich werde niemanden hier auf dieser Erde heilig nennen oder seine Heiligkeit nennen und schon gar nicht den Papst, den Antichristen, aber der Autor schreibt das hier eben. Die persönliche Vertretung des Antichristen, seiner Heiligkeit, Papst Pius XII. In Agra war der angesehene Mönch hochwürdiger P. Marcone. Dieser Sancti Sedis Legatus, also Legat des Heiligen Stuhls, der auf sämtlichen Ustascha-Feierlichkeiten den Ehrenplatz bekam und sich scheinheilig im Hause von Kilatschew Pawelitsch samt dessen Familie, die ihn als Freund empfing, ablichten ließ, gleich und gleich gesellt sich gern. Jederzeit herrschte demnach die allerherrlichste Aufrichtigkeit in den Beziehungen zwischen den Mördern und den Geistlichen. Nicht wenige dieser Geistlichen hatten freilich beiderlei Funktionen inne, wofür sie nie zur Verantwortung gezogen wurden. Der Zweck heiligt die Mittel. Die passenden Bilder zu dem, was ich gerade vorgelesen habe, die Priester, die eben auch Mörder wurden in damals Kroatien, dem Völkermord an den Serben im Zweiten Weltkrieg durch die Ustascha, da hatte ich ja bereits Bilder von gezeigt, und der Zweck heiligt die Mittel, da sind wir ja auch drauf eingegangen. Also lesen wir jetzt im nächsten Abschnitt weiter. Als Pawelitsch und seine 4000 Ustaschas, die den Jesuiten Erzbischof Saric, Bischof Garic und sowie 400 Geistliche mit einschlossen, den Ort ihrer, zwischen Anführungszeichen möchte ich das setzen, Heldentaten verließen, um zunächst nach Österreich, dann nach Italien zu gehen, ließen sie einen Teil ihrer Schätze zurück. Welche Schätze waren das? Filme? Fotografien, aufgezeichnete Reden Ante Pawelitschs, Truhen voller Edelsteine, Goldmünzen, Zahngold und Platin, Armbänder, Eheringe sowie Zahnprothesenteile aus Gold und Platin. Diese aus den elend dahingemordeten geschlagene Beute
versteckte man im erzbischöflichen Palais, wo sie schließlich gefunden wurde. Und die Flüchtigen, denen kam die eigens zur Rettung von Kriegsverbrechern geschaffene päpstliche Hilfskommission zu Passe. Entschuldigung, dass ich jetzt mal lachen muss. Die Flüchtigen, denen kam die eigens zur Rettung von Kriegsverbrechern geschaffene päpstliche Hilfskommission zu Passe. Da mache ich ja den Bock zum Gärtner. Oder den Wolf zum Hüter der Schafe. Oder den Fuchs zum Aufpasser im Hennenstall, im Hühnerstall. Ne? Wirklich. Diese karitative Einrichtung, ja, karitativ, oh, wir sind ja so nächstenliebend, ja, wir sind ja so wohltätig. Diese karitative Einrichtung versteckte sie in Klöstern, hauptsächlich in Österreich und Italien, und versorgte die Chefs mit falschen Pässen, die es ihnen ermöglichten, in befreundete Länder zu gehen, wo sie die Früchte ihrer Raubzüge in Ruhe genießen können würden. So geschehen bei Ante Pavelic, dessen Anwesenheit in Argentinien 1957 ein ihn nur verwundernder Mordversuch enttarnte. So, über Ante Pavelic und dass der nach Argentinien ging, da muss ich jetzt mal eben etwas erzählen. Und zwar das Folgende. Wir suchen hier mal eben Odessa, die wahre Geschichte, in Google Bildersuche. Und da finden wir hier dieses Buch, Odessa, die wahre Geschichte. Und zwar ist das ein Buch von Uki Gonyi, ja, übersetzt von Theo Bruns und Stefanie Gräfe. Woher weiß ich das? Weil ich das Buch hier in meinen Händen halte, meine lieben Brüder und Schwestern. Weil ich dieses Buch vor wenigen Wochen in Englisch, The Real Odessa von Uki Gonyi, bestellt habe. Und in diesem Buch geht es im englischen Untertitel How Perón Brought the Nazi War Criminals to Argentina, wie Perón die Nazi-Kriegsverbrecher nach Argentinien brachte. Da geht es in dem Buch um. Auf der Rückseite, das möchte ich euch mal eben vorlesen. Weil wir lesen hier, nicht vergessen, ne? Also ich habe da einen Grund, weshalb ich jetzt hier das mache. Hier geht es ja um das Ante Pavelic, dessen Anwesenheit in Argentinien 1957 ein ihn nur verwundender Mordversuch enttarnte. Ne? Der wurde also da versucht zu ermorden und das hat ihn enttarnt. Ante Pavelic ging nach Argentinien. Was schreibt denn Uki Gonyi in dem Buch Odessa, die wahre Geschichte? Wir lesen mal eben den Einband auf der Hinterseite von dem Bild, das ihr hier rechts seht. Der Name Odessa steht für eines der irritierendsten Kapitel der Nachkriegsgeschichte. Die massenhafte Flucht namhafter nationalsozialistischer Kriegsverbrecher, unter ihnen Adolf Eichmann, Klaus Barbie und Josef Mengele, die sich mit Hilfe eines hochorganisierten Netzwerkes der Gerichtsbarkeit entziehen konnten. Die Gerichtsbarkeit der Nürnberger Prozesse, füge ich mal eben hinzu. Der argentinische Historiker und Journalist Uki Gonyi hat auf Basis langjähriger Recherchen in US-amerikanischen, argentinischen und europäischen, hauptsächlich übrigens belgischen Archiven, bisher unbekannte Quellen erschlossen und durch 200 Zeitzeugeninterviews untermauert. Seine umfassende Untersuchung zeichnet auf welchen Ratlines, also Rattenlinien genannten Fluchtrouten und mithilfe welcher staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen es Tausenden von Nazis, Ustascha-Faschisten und Vertretern anderer europäischen Kollaborationsregime gelang, nach Lateinamerika zu entkommen. Gonyis Standardwerk legt erstmals den Blick auf das gesamte Panorama dieser komplexen Operation frei. Hauptaufnahmeland und zentrale Drehscheibe war das Argentinien unter Juan Domingo Perón. Die Fluchthilfeorganisation verfügte über Basen in Skandinavien, Spanien und Italien. Aktive Hilfe leisteten Schweizer Behörden. Und im Vatikan liefen alle Fäden zusammen. Soweit
Die Rückseite des Buches von Uki Gonyi, Odessa, die wahre Geschichte, ein Buch von 326 Seiten. Und dann folgen noch knapp 75 Seiten Literaturverzeichnis, Schlüsselfiguren und Fußnoten. Und aus diesen Fußnoten, ich mach's spannend heute, aus diesen Fußnoten möchte ich euch jetzt mal eben eine vorlesen. Und zwar ist das Fußnote Nummer 26. Die findet Erwähnung innerhalb der ersten 20 Seiten, glaube ich, weil ich habe das Englische, da habe ich das schon gelesen. Im Deutschen, das deutsche Buch habe ich noch nicht angefangen, das werde ich auch nochmal lesen irgendwann. Vielleicht animiert ihr mich ja dazu auf meinem Kanal, dass ich das lese. Also die Fußnote selber kommt hier auf, am Ende von Seite 30 zustande. Wobei, das, ich werde mal eben den Absatz vorlesen, ja, mal eben ein anderes Bild hier machen, dass ihr wisst, weshalb wir da hier drüber sprechen. Also ich lese jetzt im Augenblick nicht in dem Buch die verborgene Geschichte der Jesuiten, sondern ich lese eben den letzten Absatz auf Seite 30 aus dem Buch Odessa, die wahre Geschichte von Uki Gonyi, Zitat. Goyenette ließ die antisemitische Suada Ribbentrops ungerührt über sich ergehen. Solche Tiraden werden während seines Berlin-Aufenthalts nicht eben selten zu hören gewesen sein. Kaum vorstellbar, dass Himmler dieses Thema nicht angeschnitten hätte. Goyenette jedenfalls war schon vor seiner Abreise aus Buenos Aires für seine rassistischen Ansichten bekannt und nach dem Zeugnis von Personen, die ihn kannten, behielt er diese Geisteshaltung auch in seinem späteren Leben bei. So, und da verweist der Autor auf Fußnote 26 und jetzt haltet euch fest. Fußnote 26 lautet wie folgt. Nationalisten wie Goyenette unterstützten sowohl die Bildung des Staates Israel, weil ihr Faschismus stärker war als ihr Antisemitismus und sie auf der Seite der Rechten gegen die Palästinenser waren, erzählt ein Verwandter Goyenettes dem Autor am 29. Dezember 1997. Der ehemalige Direktor des argentinischen Nationalarchivs bemerkte hingegen, Goyenette habe noch in den 1960er Jahren davon geredet, man müsse, Zitat, die jüdischen Viertel niederbrennen, Ende Zitat, Gesprächs des Autors mit Eugenio Rom, 21. September 1997. Und jetzt kommt's. Gut zuhören. Ein anderer anonymer Interviewpartner erklärte, Goyenette habe behauptet, die Bilder der Konzentrationslager seien von Metro-Goldwyn-Mayer gefälscht worden. Ende Zitat. Und ich gehe da jetzt auch nicht weiter drauf ein. Aber als ich diese Fußnote im englischen Buch las, habe ich bemerkt, dass ich das auch in Deutsch bekommen kann und habe es mir bestellt und habe es bekommen. Und ich kann es jedem nur anraten, sich dieses Buch zu besorgen. Odessa, die wahre Geschichte von Uki Gonyi. Ich habe mit Transportkosten knapp 30 Euro bezahlt. Aber für knapp 300 Seiten, glaube ich, ist das eine interessante Ausgabe. Und ich wollte da mal kurz nach verweisen, wo wir ja hier auf Seite 117 in dem Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten darüber lesen, dass eben die Chefs mit falschen Pässen versorgt wurden, dass sie zu befreundeten Ländern gehen konnten und so wie zum Beispiel Ante Pavelic, der nach Argentinien kam. So, und damit mal ganz deutlich eben zeigen, dass Uki Gonyi, der hier die Recherchen gemacht hat zu Odessa, die wahre Geschichte, nicht nur das von Edmond Paris hier früher geschriebene Buch wohl kannte und genommen hat, sondern der hat seine eigene Nachforschung erstellt und ist durch die ganzen Archive gegangen, in Europa, in Amerika und, wie stand das hinten sonst noch drauf, dass er da die verschiedenen die verschiedenen Archive durchwühlt hat, also die amerikanischen, die europäischen und so weiter. Und auf Basis dessen hat er das Buch geschrieben. Wann kam das raus? Mal eben nachschauen. Original, erste Erscheinung von 2002 und die deutsche Übersetzung ist von 2000 und
6 in der dritten Auflage von 2009 habe ich das Buch hier zu Hause liegen. Also, Entschuldigung, das war jetzt eben eine Abweichung, aber ich fand das doch ganz interessant, wenn wir hier über Ante Pavelic lesen. Der kroatische Führer, da hatte ich ja euch auch schon mal letztens drüber vorgelesen. Ne? Ich hatte ja die verschiedenen Bilder rausgesucht. Wenn wir hier zu Pavelic gehen, den schreibt man in Englisch ja ein bisschen anders, habe ich euch ja die Bilder gezeigt. Und hier ist er mit seinen Mönchen abgebildet. Das kann ich jetzt hier nicht zeigen, das Bild. Aber hier ist der Antipavelic in seiner Ustaschi-Uniform des unabhängigen Staates Kroatien zu sehen. Ja, also da muss man sich ja nun keine großen Fragen beistellen. Und dieser Mensch ist halt über diese Rattenlinien, die hauptsächlich vom Vatikan mit Hilfe auch des Roten Kreuzes, das kann man in dem Buch Odessa lesen, eingerichtet wurden, nach Südamerika geflohen und hat sich damit der Gerichtbarkeit der europäischen Nachkriegsgerichte entzogen. Aber lesen wir weiter. Von da an brach das diktatorische Regime in Buenos Aires zusammen. Wie auch Ex-Präsident Perón selbst, übrigens, wenn man Perón liest, dann denken die meisten nur an die Evita und von Don't cry for me, Argentina, und jeder schmelzt dahin, wenn er dieses Lied hört und beschäftigt sich niemals damit, was Perón für ein Mensch war. Jedenfalls, wie auch Ex-Präsident Perón selbst, so hatte sein Schützling Argentinien zu verlassen. Vom Paraguay aus, wo er zunächst hinging, erreichte er Spanien, wo er am 28. Dezember 1959 im deutschen Krankenhaus zu Madrid starb. Bei jener Gelegenheit erinnerte die französische Presse an seine blutige Karriere und diskreter an die mächtigen Komplizen, die es ihm ermöglichten, der Strafe zu entgehen. Nun, ganz offensichtlich, ich habe ja das Buch hier vorher noch nicht gelesen, das ist heute zum ersten Mal, wie ich euch schon öfter erzählt habe. Aber wenn ich das hier lese, dass er von Paraguay aus nach zu einem deutschen Krankenhaus in Madrid ging und da starb, das erinnert mich ganz stark an die Geschichte, an die ihr euch vielleicht noch erinnert, von einem gewissen Osama bin Laden, von dem man ja behauptet, er hätte da so ein paar afghanische Kameljockeys genommen und hätte die in Flugzeuge gesetzt und die hätten damit Amerika angegriffen und 9/11 ausgeführt. Dieser Osama bin Laden ist ja auch in verschiedenen amerikanischen Luxuskrankenhäusern im Nahen Osten gewesen und hat da seine Krankheit behandeln lassen. Also komisch, wie man doch immer wieder solche Verbindungen legen kann, ne? Ante Pavelic. In einem deutschen Krankenhaus in Madrid gestorben. Erinnert mich irgendwie an die Behandlung für seine Nieren oder was weiß ich von Osama bin Laden in den Krankenhäusern der Vereinigten Staaten von Amerika, in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Saudi-Arabien zu der Zeit. Bei jener Gelegenheit erinnerte die französische Presse an seine blutige Karriere und diskreter an die mächtigen Komplizen, die es ihm ermöglichten, der Strafe zu entgehen. Unter der Überschrift Belgrad forderte seine Auslieferung vergeblich, lesen wir in Le Monde, Zitat: Die heute Morgen in der Presse veröffentlichte Kurzinformation hat unter den Jugoslawen Erinnerungen an eine Vergangenheit wiederbelebt, angefüllt mit Leiden und Bitterkeit gegen jene, die durch das Verstecken Ante Pavelic ihn so fast 15 Jahre lang dem Zugriff der Gerechtigkeit entzogen. Ende Zitat. Paris Presse hebt das letzte dem Terroristen angebotene Obdach mit diesem kurzen, aber bezeichnenden Satz hervor. Zitat: Er endete in einem Madrider Franziskanerkloster. Ende Zitat. Wieder einmal ein Link zur römisch-katholischen Kirche, die ja wohl den Franziskanerorden aufgerichtet haben, oder? Und hier sehen wir Ante Pavelic nochmal mit seinen Franziskanermönchen. Dass er dann auch noch in einem Franziskanerkloster starb, wie hier geschrieben wurde in der Paris Presse. Tja, das macht das Ganze dann ja desto treffender, ne?
Birds of a Feather Flock Together. Und just von da aus, fährt der Autor fort, wurde Pavelic ins Krankenhaus eingeliefert, wo er sich der Natur stellte, nicht aber der von seinen leicht auszumachenden mächtigen Komplizen verspotteten Gerechtigkeit. Monsignore Stepinatz, ja, auch den, über den hatten wir ja schon gesprochen, Stepinatz, oder Stepinatz, so wie er im Englischen heißt, auch der, ja, ein nicht unwichtiger Mensch, der hier mit Stepinac, mit Pavelic, ne? Auf der einen Seite sehen wir Pavelic hier und auf der anderen Seite sehen wir hier den Erzbischof Stepinac. Ja? Warte mal, wo war ich denn hier jetzt? Ah, Monsignore Stepinac, der, wie er sagte, ein reines Gewissen hätte, blieb in Agram, wo ihm 1946 der Prozess gemacht wurde. Verurteilt zu harter Arbeit wurde es ihm praktisch nur auferlegt, in seinem Heimatdorf zu residieren. Wie wir sehen können, war die Strafe leicht zu tragen. Die Kirche aber braucht Märtyrer. Damals wurde der spätere Erzbischof von Agram noch vor Erreichung des kanonischen Alters von Pius XII., der ihm für sein den reinsten Glanz aufweisendes Apostolat eilends den Kardinalstitel verlieh, zum Koadjutor erhoben. Wir wissen um die symbolische Bedeutung des Kardinalspurpurs. Wer ihn, diesen Kardinalsrock, anlegt, hat bereit zu sein, seinen Glauben usque ad sanguinis effusionem zu bekennen, bis zum Blutvergießen. Denn ohne das Vergießen vom Blut kann man in der römisch-katholischen Kirche nicht errettet werden. Dass dieses Vergießen in Kroatien unter dem Apostolat des besagten Heiligen reichlich war, kann nicht bestritten werden. Nur, dass das dort in Strömen geflossene Blut nicht das des Prälaten war, also, so wie ein Märtyrer in der Bibel erklärt wird, nämlich jemand, der für seinen Glauben stirbt und sein eigenes Blut vergießt, wie Jesus Christus sein wertvolles Blut für uns alle vergossen hat. Es war das Blut von orthodoxen Gläubigen, Protestanten, das füge ich hinzu, und Juden. Haben wir hierin eine Umkehrbarkeit von Verdiensten zu sehen? Ich möchte euch nochmal eben erinnern an das Video »Alle Wege führen nach Rom«, wo ich in einem Kapitel Märtyrer oder Heilige oder Märtyrer und Heilige darüber gesprochen habe, was in der römisch-katholischen Kirche oder wer in der römisch-katholischen Kirche als Märtyrer angesehen wird und wer in der Bibel als Märtyrer oder Heilige akzeptiert wird. Ja? Schaut euch das sonst nochmal an. Ist in der Abspielliste von Alle Wege führen nach Rom, All Roads Lead to Rome. Ja, das ist ja eine doppelsprachige Abspielliste, Englisch und Deutsch. Haben wir hierin eine Umkehrbarkeit von Verdiensten zu sehen? Ja, wie Michael de Semlien in Alle Wege führen nach Rom uns gelehrt hat. Ist jenes der Fall, so kann das Kardinalsamt Monsignore Stepinatzens freilich nicht angefochten werden. Zitat, in der Diözese Oberkarlstadt, einem Teile seines Erzbistums, konnten sich von den 460.000 Orthodoxen, die dort lebten, 50.000 in den Bergen verstecken. 50.000 wurden nach Serbien geschickt, 40.000 über das Terrorregime zum Katholizismus bekehrt und 280.000 wurden niedergemetzelt. Ein Zitat von Jean Hussard, Vue en Jugoslavie, also Vue en Jugoslavie, gesehen in Jugoslawien. 1947 erschienenes Buch. Am 19. September 1958 ist in der France Catholique zu lesen, Zitat, um die Größe und Heldenhaftigkeit seiner Eminenz Kardinal Stepinac zu würdigen, wird am 21. Dezember 1958 um 16 Uhr in der Krypta der Odilienkirche Avenue Stéphane Mallarme Numéro 2 in Paris 17, 17. Bezirk, ein Treffen stattfinden. Dafür verantwortlich zeichnet seine Eminenz Kardinal Feltin, Erzbischof von Paris. Senator Ernest Pezet und der nationale Rektor der kroatischen Mission in Frankreich, zwischen Anführungsstrichen Hochwürden, Pater Dragun, werden teilnehmen.
Messe und Kommunion hält seine Exzellenz Monsignore Rupp. Und so bereicherte eine weitere Figur, und keine geringe, nämlich die Kardinal Stepinatzens, die Galerie großer Jesuiten. Ja, nochmal eben sehen, Stepinatzen. Haben wir da noch ein Bild hiervon? Na, schauen wir uns das nochmal weiter an. Eine weitere Absicht besagten Treffens am 21. Dezember 1958 in der Odilienkrypta war die Vorstellung eines zur Verteidigung des Agramer Erzbischofs von Hochwürden P. Dragun höchst selbst verfassten Buches. Monsignore Rupp, Kardinal Feltins Koadjutor, hatte das Vorwort geschrieben. Eine umfassende Beurteilung vermögen wir hier nicht zu geben, nur so viel. Der Titel des Buches, Le Dossier du Kardinal Stepinac, mit anderen Worten, die Akte Kardinal Stepinacs, scheint dem Leser eine objektive Darlegung des Agramer Prozesses zu versprechen. Zu versprechen! Und tatsächlich finden wir in diesem 285 Seiten starken Bande die Reden der zwei Anwälte des Erzbischofs in voller Länge, begleitet von umfangreichen Anmerkungen des Autors, doch erfahren weder die Anklage, schlechthin noch der Antrag des Staatsanwalts auch nur die leiseste Erwähnung. Ja? Also, das ist der Unterschied von katholischen Büchern mit Büchern wie hier von Edmond Paris. Entschuldigung, musst du zwischendurch mal einen Schluck trinken, ja. Die Akte Kardinal Stepinacs scheint dem Leser eine objektive Darlegung des Agramer Prozesses zu versprechen. Scheint zu versprechen. Tatsächlich erfahren weder die Anklage noch erfahren wir weder von der Anklage noch von dem Antrag des Staatsanwalts. Da steht nichts von in dem Buch drin. Das Sprichwort, jedes Ding hat zwei Seiten, schien sich Hochwürden P. Draguns Wahrnehmung zu entziehen. Es sei denn, er kannte es zu gut. Ja, das ist ein schöner Satz des Autors hier. Es sei denn, er kannte es zu gut. Ja, natürlich, ich zeige euch nur eine Seite. Das ist genau wie Mond, man zeigt euch nur eine Seite und ihr denkt, auf der Rückseite sind irgendwelche Basen und was war eh nicht für ein Quatsch alles. Man muss beide Seiten der Medaille kennen, um dann einen Unterschied machen zu können von was ist die Wahrheit und was ist die Lüge. Ja? Aber hier wird natürlich in diesem katholischen Buch wird natürlich nur eine Seite gezeigt. Jedes Ding hat zwei Seiten, aber wir zeigen immer nur die eine. Wir zeigen immer nur die aus der Sicht der römisch-katholischen Kirche. Aber wie es auch immer sei, diese systematische Ausblendung der Kehrseite des Themas wäre hinreichend, die Debatte zu beenden. Wie es auch immer, betrachten wir dennoch die für den Freispruch des Agramer Erzbischofs herangezogenen guten Gründe. Zuvorderst aber die Frage, war Monsignore Stepinac wirklich Metropolit von Kroatien und Slawonien? Die Antwort darauf gibt der Hochwürden Draguns Buch allerdings nicht. Auf dessen Seite 142 ist bezüglich einer Ausfertigung des Stepinac'schen Berichts, der in seiner Authentizität von der Verteidigung nicht angefochten wurde, Folgendes zu lesen. Zitat: Im Wortlaut der Ausfertigung wird der Erzbischof als Metropolita Croatia et Slavoniae, also Metropolit von Kroatien und Slavonien, beschrieben. Nur, dass der Erzbischof eben kein Metropolit, also Kirchenprovinzvorsteher, ist und sich als solcher selbst nie je darstellte. Ende Zitat. Das würde die Frage klären, lesen wir nicht auf Seite 114 das folgende aus Monsignore Stepinacs eigenen Erklärungen vor dem Tribunal entnommene Zitat, dass die kleinen Nationen und die nationalen Minderheiten das Recht haben, frei zu sein, vom Heiligen Stuhl oft hervorgehoben worden. Sollte da nicht ich als Bischof und Metropolit das Recht haben, das zu erörtern? Ende Zitat. Man versteht. Je mehr man liest, immer weniger. Ja, weil sie sich überall widersprechen, in Lügen verstreichen. Aber ja,
Was der auf 100, auf Seite 114 schreibt, ist natürlich in Dragons Buch auf Seite 142 das totale Gegenteil. Dafür müssen wir aber beide Bücher kennen. Ja? Wer liest das heute? Man versteht, je mehr man liest, immer weniger. Ha, egal! Wie wir stets aufs Neue erinnert werden, haben Monsignore Stepinac das Verhalten seiner Gemeinde und Geistlichkeit in keinster Weise beeinflussen können. An jene, die die Artikel der die Leistungen Pavelic und seiner angeheuerten Mörder preisenden katholischen Presse herzuholen, ergeht die Antwort. Zitat: Es ist schlichtweg lächerlich, Monsignore Stepinac für das von einer Zeitung geschriebene verantwortlich zu machen. Ende Zitat. Und sei es der Katholikilist, die wichtigste katholische Zeitung in Monsignore Stepinacs Diözese Agram. Unter jenen Umständen werden wir uns nicht die Mühe machen, den Franziskanern gehörenden Andeo Cuva, also Schutzengel, den Glasnik SW Ante, Antonius Stimme, der Konventunalen, das heißt im Sprachraum der Minoriten geheißener Zweig der Franziskaner, der sich im Gefolge des Armutsstreits herausgebildet hat und 1517 als eigener Orden päpstlich anerkannt wurde, der Konventualen, des Sarajevo Katolicki Czernik, also katholischen Wochenblatts, oder Bischof Saric zu zitieren, noch freilich den Jesuiten eigenen Wierzchnik Prochne Straße Presbytok Schraiskova, Boten der Ehrenwache des göttlichen Herzens Jesu. Man behauptet also, dass der angefochtene Metropolit Monsignore Stepinac über diese Publikationen, deren Leiter er war und die immer da versuchten, einander in ihrer Verherrlichung Pavelic und seiner Blutherrschaft zu übertrumpfen, keinen Einfluss hatte. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Lest diesen Satz nochmal. Man behauptet also, dass Monsignore Stepinac über diese Publikationen, deren Leiter er war, er keinen Einfluss hatte. Also wenn ich einen Betrieb leite und ich habe da keinen Einfluss drauf, leite ich ihn dann? Was ist das für ein Quatsch? Man behauptet also, dass der angefochtene Metropolit Monsignore Stepinac über diese Publikationen, deren Leiter er war und die immer da versuchten, einander in ihrer Verherrlichung Pavelic und seiner Blutherrschaft zu übertrumpfen, keinen Einfluss hatte. Wer es glaubt, wird selig. Weder habe er Autorität, wie zu hören über die Ustascher Bischöfe Saric, Garic, Aksamowitsch, Simrak etc. gehabt, die den Poglavnik mit Segen übergossen und seine Verbrechen lebhaft begrüßten, noch über die Kreuzritter der katholischen Aktion, dessen Hilfstruppen der Ustascha-Bekehrer, noch über die franziskanischen Mörder, noch über die Agramer Nonnen, die mit in Hitler-Manier erhobenen Händen einmarschierten. Welch seltsame Hierarchie, die über nichts und niemanden Autorität gehabt haben soll. Das ist eine tolle Führung, die keine Autorität hat. Die Tatsache, dass er mit 10 anderen katholischen Priestern im Chabur, dem Ustascha-Parlament, saß, kompromittiert den Erzbischof überhaupt nicht. Oder wir haben dies damals die Tatsache einfach ignoriert, wenigstens anzunehmen. Wir sollten ihm etwa weder seinen Vorsitz in den Bischofskonferenzen noch in der Kommission für die Anwendung die Bekehrung der Orthodoxen betreffenden Gesetzes vorwerfen. In besagter Apologie wird der humanitäre Vorwand für die gewaltsame Eingliederung derart vieler in die römische Kirche gänzlich geschickt dargelegt. Hinsichtlich des Monsignore Stepinacs konfrontierenden, schrecklichen Dilemmas lesen wir, Zitat: Seine seelsorgerliche Aufgabe war es, die kanonischen Prinzipien intakt zu halten. Andererseits aber wurden Andersdenkende, die es ablehnten, den Katholizismus zu übernehmen, niedergemetzelt. Bekehre dich oder stirb. Konvertiere oder stirb. Weshalb er die Strenge der Regeln verringerte. Noch verwirrter wird man, liest man an etwas späterer Stelle. Zitat:
um eine Klärung dieser dramatischen Alternative bemüht, wies er in dem Rundschreiben vom 2. März 1942 die Priester an, die Bekehrungsmotive eingehend zu prüfen. Ende Zitat. Eine in der Tat merkwürdige Methode, wie er die Strenge der Regeln milderte und die dramatische Alternative änderte. Ja. Klärte. Entschuldigung, deswegen fange ich hier nicht zurück. Ich habe mich verlesen hier. Eine in der Tat merkwürdige Methode, wie er die Strenge der Regeln milderte und die dramatische Alternative klärte. War Monsignore Stippinatz immer noch hier schön rechts bei uns im Bild bei, jetzt dabei, den Scheinbekehrten die Tür zur römischen Kirche zu öffnen oder zu verschließen? Das herauszufinden wäre, bezögen wir uns einzig auf diese Verteidigungsrede, absolut undenkbar. Des Bischofs Apologeten scheinen jedenfalls das Verschließen zu wählen, wenn sie erklären, Zitat, im Bereich der Erzdiözese Agram waren Widert Auffälle sehr selten. Ende Zitat. Wie schon gesagt, spricht die Statistik leider eine andere Sprache. Allein in der zum Erzbistum Agram gehörenden Diözese Oberkarlstadt wurden 40.000 Menschen wiedergetauft. Dass derartige Ergebnisse nur durch Massenbekehrungen ganze Orte erreicht werden konnten, ist offensichtlich. Wie in Kamenskow, in der gleichnamigen stepinatischen Erzdiözese, wo an einem Tage 400 verlorene Schafe spontan und ohne jeden Druck seitens weltlicher und kirchlicher Behörden in die römische Gemeinde zurückgekehrt seien. Warum dann also diese Zahlen unterschlagen? Wären sie wirklich Folge der wohlwollenden Gesinnung des kroatischen katholischen Klerus und nicht der skrupellosen Ausnutzung des Terrors gewesen, dann hätte man stolz drauf sein sollen. Wahr aber ist, dass der als Verbergungsversuch über besagte Niedertrachten gelegte Schleier transparent und nicht breit genug ist. Hinsichtlich der Deckung Stepinatzens gilt es, andere aufzudecken. Die Bischöfe Saric, Garic, Schimrak, die Priester Bilogrivic, Kamber, Bralo und deren Mittäter, die Franziskaner und Jesuiten und schlussendlich den Heiligen Stuhl, den Vatikan, den Papst selber. Pius der XII. Wir könnten uns auch des besagten sonderbaren Erzbischofs reines Gewissen zu Gemüte führen. Dieses angeblich jede Autorität entbehrenden, sich, als er es nicht war, Metropoliten nennenden Primas von Kroatien, um dem Paradoxen die Krone aufzusetzen. Türen öffnete, als er sie schloss. Diesem fantastischen Prälaten zur Seite aber stand, konsequent und beleibt, noch ein weiterer, der hochwürdige P. Marcone, der persönliche Vertreter Pius des XII. War auch dieser Sancti Sedis Legatus bar jeder Autorität über den kroatischen Klerus? Wer weiß. Denn die derart sorgsam gereinigte Akte macht von dieser großartigen Person keinerlei Erwähnung. Seine Existenz könnte sich gar unserem Bewusstsein ganz und gar entziehen, hätten wir nicht andere Informationen, wie zum Beispiel Fotografien, die zeigen, wie er im Agramer Dom amtiert, als feierlich Eingesetzter inmitten des Ustascher Generalstabs und vor allem malhaltend mit der Familie Pavelitschs des Katholiken der Tat, der die Massaker organisierte. In Anbetracht eines derartigen Dokuments ist es nicht überraschend, dass die Anwesenheit des päpstlichen Repräsentanten verdunkelt wurde. Die Mystiker würden es erhellendes Dunkel nennen. Noch erhellender sind folgende Zeilen der Akte. Zitat: Der Anwalt selbst führt in seiner Anklageschrift den Staatssekretär des Heiligen Stuhls, Kardinal Maglione, an. Der Erzbischof Stepinatz 1942 riet verstärkt herzliche und freundliche Beziehungen zu den Ustascher Behörden zu begründen. Da wollen wir doch mal gucken, ob wir vielleicht von Maglione und Stepinatz zusammen ein Bild finden. Was meint ihr? Wollen wir mal schauen? Und Maglione. Maglione, Stepinatz natürlich.
Entschuldigung. Stepinac. Mal, mal gucken, ob wir hier ein Bild finden. Maglione und Stepinac. Was ist das denn hier? Das dürfte nicht richtig sein. Das ist aus dem Buch Die verborgene Geschichte. Ja, kann ich jetzt nicht auf die Seite gehen, aber das werden ja wohl nicht die beiden sein. Hier vielleicht. Nee, das sind alte bekannte Bilder mit deutschen Priestern. Nee. Vielleicht, wenn ich das mal in Englisch suche. Maglione and Stepinac. Vielleicht auf die Art und Weise, dass man das findet. Aber da sehe ich hier auch nicht direkt ein Bild, wo die beiden zusammen sind. Ne. Das ist mit dem Papst. Und dann findet man hier die Leichen und so weiter und so weiter. Also ich finde so auf die Schnelle nicht direkt ein Bild von Maglione und Stepinac. Oder ist das hier vielleicht? Ne, das ist Abbot Maglione. Ja, also finde ich hier jetzt auf die Schnelle nicht. Ist ja auch nicht ganz so wichtig. Lesen wir dann lieber bei. Der Anwalt selbst führt in seiner Anklageschrift den starken Sekretär des Heiligen Stuhls, Kardinal Maglione, an. Der Erzbischof Stepinac 42 riet, verstärkt herzliche und freundliche Beziehungen zu den Ustascher Behörden zu begründen. Ende Zitat. Das ist hinreichend, um jede weitere Argumentation zu beenden. Die gemeinsame Sache zwischen dem Vatikan und den Ustascher-Mördern ist deutlich genug. Ja, und wer da noch mehr davon lesen will, der lese halt Odessa, die wahre Geschichte. Der Heilige Stuhl höchst selbst hatte Monsignore Stepinac gedrängt, mit ihnen zusammenzuarbeiten, und der persönliche Vertreter Antichrist Papst Pius XII. Hatte, indem er sich an Pavelitschs Tisch setzte, die päpstlichen Anweisungen buchstabengetreu in die Tat umgesetzt. Freundlichkeit und Herzlichkeit in den Beziehungen zu den Mördern der orthodoxen Gläubigen und Juden. Und ich füge hinzu, Protestanten. Ja. Für uns keine Überraschung. Was aber denken sich die Jesuiten bei all dem, wo sie doch hartnäckig beteuerten, dass eine dauerhafte Zusammenarbeit der Prälaten seiner Heiligkeit mit den Diktatoren eine rein persönliche und nicht vom Vatikan diktierte Option gewesen sei. Als Kardinal Maglione dem Agramer Erzbischof die vorstehend erwähnten Empfehlungen zusandte, sollte er da seine persönliche Option zum Ausdruck gebracht haben unter dem Siegel des Staatssekretariats? Der eben erwähnte Hochwürden Dragun gelieferte Beweis des stillschweigenden Einverständnisses zwischen dem Heiligen Stuhl und den Ustaschas rundet dieses Kapitel ab. Doch gibt es hierzu eine neuerliche Bestätigung der missionarischen Gesinnung, die unter den Gläubigen der kroatischen katholischen Kirche gegenüber den orthodoxen Serben gedieh und immer noch gedeiht. Die Fédération ouvrière croate en France, also die Vereinigung Kroatischer Arbeiterbund in Frankreich, verschickte eine Einladung zu der für Sonntag, den 19. April 1959 in der Zentralstelle des französischen Bundes christlicher Arbeiter in Paris anberaumten Festversammlung, um den 18. Jahrestag der Gründung der kroatischen Ustascha-Staates zu feiern. In der Einladung zu lesen, Zitat, die Feierlichkeiten werden mit der in der Maria Loreto Kirche gelesenen Heiligen Messe beginnen. Ja, die Maria Loreto Kirche kennt ihr aus meiner Lesung von Babylon nach Rom von Alexander Hislop. Doch ist der von diesem frommen Anfang angetane Leser umso erschrockener angesichts des kurz darauf folgenden direkten Aufrufs Tod den Serben, erschienen in Le Monde am 19. April 1959. Laut diesem keineswegs belanglosen Dokument sei es also bedauerlich, dass diese, zwischen Anführungsstrichen, Brüder in Christo nicht mehr getötet würden. Ist ja bedauerlich. Das Buch des Hochwürden Draguns, des Rektors der kroatischen Mission in Frankreich, macht Andeutungen, dass der den kroatischen Flüchtlingen durch die französischen Katholiken gegebene Empfang nicht herzlich genug gewesen sei, so zu erfahren auf den Seiten 59 und 60. Und auf den Seiten 280 und 281 erwähnt der Autor die herbe Enttäuschung, die diese Flüchtlinge erlebt hätten, als sie auf den völligen Mangel an Verständnis seitens ihrer Brüder im Glauben gestoßen seien. Betrachten wir das vorgenannte Dokument, so erscheint dieser Mangel an Verständnis begreiflich. Wir sind froh, dass den ach so erhebenden Einladungen zum Trotze
unsere französischen Landsleute für eine Frömmigkeitsform wenig Sympathie zeigen, bei der nach bestem römischen und Ustascher Usus der Aufruf zum Mord mit der heiligen Messe Hand in Hand geht. Und wir wären noch froher, wenn das Drucken und öffentliche Verteilen dieser blutrünstigen Traktate noch dazu in Paris nicht erlaubt würde. Am 10. Februar 1960 verstarb der niederträchtige Agramer Erzbischof Aloysius Stepinac in seinem Heimatdorf Karlovice. Also, hatten wir ja vorher den deutschen Namen auch schon von gelesen, ne? Wo ihm auferlegt worden war, zu residieren. Dieses Ableben gab dem Vatikan die Gelegenheit, eine seiner großartigen Manifestationen zu organisieren, mit denen er ja zu glänzen verstand. Jener Anlass erforderte große Anstrengungen, da viele Katholiken im stepinazischen Falle keine Täuschungen erlegen waren. Um diesem Höhepunkt also den größtmöglichen Pomp zu verleihen, übertraf sich der Heilige Stuhl selbst. Der Osservatore Romano und die gesamte katholische Presse widmeten dem begeisterten Lobeshymnen auf den Märtyrer, sein geistliches Testament und die Rücksichtnahme und die übernatürliche Liebe verkündenden Reden seiner Heiligkeit, Antichrist Papst Johannes des 23. viele Kolumnen, was auch des Papstes Beweggründe waren, zu Ehren des besagten nicht zur Kurie gehörenden Kardinals einen Festgottesdienst im römischen Petersdome abzuhalten und ihm die Generalabsolution zu erteilen. Das heißt, dem Stepinac wurden posthum alle Sünden vollkommen vergeben. Vom Papst, nicht von dem Gott der Bibel, dass wir das bitte eben richtig verstehen. Aber der Papst, Antichrist Johannes der 23., erteilt dem Stepinac eine Generalabsolution. Und um diese Glorifizierung komplett zu machen, gab die Presse bekannt, dass die Seligsprechung jener illustren Person in Bälde beginne. Zugeben müssen wir, dass er für seinen strikten heiligen Gehorsam das viel Lob und auch den Heiligenschein verdient hatte und dass er die nachdrücklichen Anweisungen des Heiligen Stuhls, herzliche und freundliche Beziehungen zwischen sich und den Ustaschas zu begründen, buchstabengetreu ausgeführt hatte. Doch hoffen wir, dass sich selbst unter den Katholiken einige finden mögen, die wahrnehmen, wie der Vatikan hinter der Begeisterung für diesen künftigen Heiligen und hinter der Beisetzung unter den an das blutige, stepinazische Apostolat erinnernden Blumen seine eigenen Verbrechen zu verbergen sucht. Mach deine Mitarbeiter selig, sprich sie heilig und über dich spricht keiner mehr. Tja, und damit kommen wir zum Ende des Kapitels in Abschnitt 5. Und nächstes Mal geht's mit dem nächsten Thema auf Seite 121 weiter. Aber ich hoffe, dass euch das ein wenig gelehrt hat, wie der Pavelic hier im Bild und der Stepinac hier im Bild, wie es denen gelungen ist, Hunderttausende Serben zu entweder bekehren, umzudrehen zum römischen Katholizismus oder aber zu ermorden. Wir haben hier nur von diesen, ich sage jetzt mal, kleinen Zahlen gesprochen, 40.000 oder sowas, die sie da sozusagen konvertieren haben lassen. Ne? Konvertier oder stirb, ne? Nicht vergessen. Ne? Es ist immer, dass du konvertieren musst oder sterben musst. Und selbst wenn du konvertiert bist, dann noch wirst du oftmals von der römisch-katholischen Kirche ermordet. Die Lesung hat zwar noch keine Stunde gedauert, aber trotzdem beschließe ich das hier. Wir fangen nächstes Mal einen neuen Abschnitt an und
Das war, glaube ich, eine ganze Menge, um mal drüber nachzudenken und seine eigene Nachforschung zu erstellen. Aber diese ganze Ustaschi-Sache mit Stepinac und Pavelic stinkt zum Himmel. Und ja, das Buch von Ukigonyi, das könnt ihr euch dann ja auch gerne bestellen, wenn ihr das wollt. Weil wenn wir hier auf eine Seite zurückgehen, hatte ich ja das Buch rausgesucht ganz zu Anfang. Mal eben sehen, wo das war hier. Und wer sich das bestellen möchte, der kann ja hier auf die Seite gehen, zum Beispiel bei Amazon, und kann sich das Buch bestellen. Und da kann man das ja sehen. Also hier zum Beispiel ist das jetzt 15 €. Ich habe ein bisschen mehr bezahlt. Hier unten ist 39 als Taschenbuch. Als Taschenbuch habe ich das auch. Und ich habe halt 30 € bezahlt oder was. Na, wie auch immer, könnt ihr euch ja gerne mal schauen, wenn ihr wollt, das Buch Odessa, die wahre Geschichte. Ihr könnt natürlich auch das Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten, über das wir hier die ganze Zeit gesprochen haben, von Edmond Paris. Das könnt ihr euch gratis im Internet als PDF runterladen. Der Link dazu ist in der Beschreibungsbox dieses Videos. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Sage bis zum nächsten Mal. Joggler66, Jörg von Stunde der Wahrheit, meldet sich ab, wünscht euch noch einen schönen Tag und dass Gott euch möge behüten und beschützen auf all euren Wegen. Und bis zum nächsten Mal zur 19. Lesung. Wir kommen ja immer dichter an die wichtige Seite 127 in dem Buch, aus dem Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Bis dann. Tschüss. Especially I work in dealing with the infiltration of churches and religious institutions as well as government that cover a tremendous number of institutions. And the purpose of that infiltration was what for? Well, the purpose is what the Roman Catholic system has all the time as her own purpose, is to infiltrate, to penetrate all the areas of life where the Roman Catholic can have control and access for the coming world government. Simply put, this country and this world benefit from your commitment to Jesuit principles, to being men. As a graduate of another great Jesuit institution, Xavier University, I have great affection for the value and purpose of the Jesuit education. What that means is, in preparation for that world government, the Roman Catholic institution, especially since the establishment of the Jesuit order in 1541, throughout these 500 years, they've been in preparation and through infiltration and penetration of every level of society in order to take over the world politically and religiously. What a beautiful day the Lord has made. Holy Father, on behalf of Michelle and myself, welcome to the White House. There are two doctrines that define very well these dangerous goal of the Roman Catholic institution. Two doctrines define this very well. One is called the doctrine of the apostolic succession, and that is dealing with the papacy. And the other is the doctrine, the temporal power, and that is dealing with world government. Of course, both, because you can see that even the Pope and his own individual office, he meet those requirements. He is not only the head of his church, as he called himself, John Paul II, the present Pope, he said he is the pastor of his church. He is not only that, but he is the head of his state. It is a sign, perhaps, of how far we have come in this country that today's news of formal recognition between the governments of the United States and the Vatican did not create a furor. Once upon a time, it would have. Once upon a time, and not all that long ago, it did. From the time of President Washington, that was the first president to be utilized by the Jesuits. If you were not aware of that, President Washington already was initiated by the Jesuits to bring about the first communication with the Vatican.
ever known in this country. From there on, President Reagan, throughout all this time, President Reagan has come to fulfill the greatest moment in the history of this conspiracy.